Sein Schatten streckte sich lange vor ihm am Boden aus und offenbarte seine wahre Natur. Eine gehörnte Kreatur, verzerrt durch Ketzerei. Gehörnte Kreatur, wieso muss ich jetzt an den Trickster denken aus der Thief-Reihe? Dowd, möchtest du mir irgendwas sagen? Ist dein Zweitname vielleicht eventuell Konstantin? Was ist eigentlich Dowds Nachnamen? Könnte man Konstantin als Nachname haben oder ist es nur ein Vorname? Wieso frage ich das jetzt? Eine Gestalt, liebe Leser, die zu grauenerregenden war. Was? Grauenerregend war. Um sie mit Worten zu beschreiben. Ein Hexer aus dem Nichts ohne Frage. Ich vernahm die Wehlaute der sterbenden Arbeiter, die zu seinen Füßen in der Asche des Schlachthauses verendeten. Doch er schenkte ihnen keine Beachtung, denn sein Herz ist kälter als das Eis von Thyvia. Das Schlachthaus aus dem ersten Level von The Knife of Dunwall? Wenn ja, ist das eine Lüge. Das ist der niedrige Chaosfaktor. Ich habe da niemanden getötet. Außer den Wal, aber der hat gelitten. Ja. Voll die Tierquälerei. War das Schlachthaus. Böse. Stattdessen stieß er einen kehligen Siegesschrei aus, der so durchdringend war, dass er den armen sterbenden Arbeitern den letzten Rest ihres Lebens raubte. Und dann sprang er auf einmal davon, von Dach zu Dach und wieder auf die Straße. Und hier dachte ich, dass es vorbei war, bis auf einmal diese Musik an meinem Ohr drang. Die nervenzerreißende Musik der Aufseher tönte aus einer der Gassen in der Nähe und mir wurde klar, dass es bald einen Kampf geben würde. Ach, der Moment, wo hier die Aufseher ja Billy umkreist hatten. Also doch das erste Level von The Knife of Dunwall. Aber ich habe im Schlachthaus niemanden getötet. Zumindest nicht hier auf dem niedrigen Chaos-Faktor. Das muss man ja immer erwähnen. Nur mein Pflichtgefühl gegenüber den gefallenen Bürgern von Dunwall verhinderte, dass meine Angst mich übermannte. Und so näherte ich mich Schritt für Schritt jener Gasse, um sehen zu können, was dort vor sich ging. Eine Gruppe tapferer Aufseher hatte einen von Dowds Schergen ergriffen, der in der Gasse auf der Lauer gelegen hatte. Er oder sie, wegen der dicken Walfängerkluft konnte ich es nicht mit Gewissheit sagen, lag mit einem kräftigen Seil gefesselt inmitten der Aufseher am Boden. Doch dass diese sich ausschließlich auf ihren frischen Fang konzentrierten, sollte sich alsbald als ihr Verderben herausstellen. Billy war gar nicht gefesselt. Die saß da auf ihren Knien hockend und hat sich mit ihren Händen am Kopf gehalten wegen der Musik. Die war nicht gefesselt. Der zählt nicht Fakten. Der dichtet das einfach hinzu. Auf einmal fiel Dowd von oben herab, glitt durch die Luft wie ein Falke und schwöre ich bei meinem Verstand. Ohne jeden Laut tauchte er auf einmal mit in ihrer Mitte auf und der Musikant starb als erster, als Dowd ihm den Kopf von den Schultern riss. Das habe ich nie getan. Ich habe nur hier Dings, Würgegranatenstaub geworfen. Würgestaub hieß das Ding, oder? Ja. Ey, Schreiber, Überlebender, hast du dir nicht mein LP angeguckt? Zu der Knife of Dunwall? Nein, hat er nicht. Die verzerrte Musik verwandelte sich in eine einzige
Kakophonie aus Todesschreien. Ich sah mit an, wie der berüchtigste Assassine dieser Tage im Nu zu einem einzigen Wirbel aus Leder, Metall und Blut verschwamm, dem die Kugeln und Klingen der Gegner nicht das Geringste anhaben konnten. Der letzte noch lebende Aufseher, der mit Schrecken mit angesehen hatte, wie seine Kameraden mit Leichtigkeit niedergemacht worden waren, sank auf die Knie und winselte um Gnade. Dort sprach ein einzelnes Wort, durch das sich meine Eingeweide verkrampften. Der Aufseher schrie wie ein Verrückter, bis sich seine Maske in zwei Hälften teilte, als wäre sie mit Hammer und Meißel gespalten worden, und eine Blutfontäne aus dem Spalt auf Dauds Stiefel spritzte. Das klingt ziemlich gewaltverherrlichend, wenn man das grafisch darstellen würde. Gut, dass das nicht so passiert ist. An diesem Punkt musste ich die Augen schließen, denn ich konnte den Anblick nicht länger ertragen. Meine einzige Hoffnung war, dass dieser bösartige Ketzer meinem Leben ein schnelles Ende bereiten würde, wenn er mich entdeckte. Aber als ich die Augen wieder öffnete, war Dowd nirgends zu sehen. Das war das Letzte, was ich vom Messer von Dunwall zu Gesicht bekam. So denkt an meine Worte, lieber Leser. Sollten Sie oder jemand, den Sie lieben, einen missgestalten Schatten vor sich sehen oder auch nur die leisesten dunklen Worte über sich von den Dächern hören, laufen sie davon, so schnell ihre Füße sie tragen. Das bringt nichts, wenn man sich teleportieren kann und dort nebenbei noch die Zeit anhalten, während des Teleportierens vorfahren, während er sich darauf vorbereitet, was Corvo ja nicht konnte. Dauert, du bist so OP. Okay, ich hatte das auf der 2. Das, ne? Ja, meine ich jetzt zumindest. Falls nicht gucken, werfe ich einfach einen Blick in, ne? Meine alten Aufnahmen von The Knife of Dunwall. Was guckst du? Das wird eine Weile halten. Außer gegen Kanonen. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Naja. Kanonen! Die versuchen echt alles zu verhindern, dass ich rausgehe. Das ist aber nicht schön. Ich kann jetzt ernsthaft wegen dieser komischen Bank da nicht hochspringen? So ein Knall dagegen? Vielen Dank auch für nichts. So, Thomas, was hast du denn in deinem kleinen Tagebuch geschrieben? Ich habe die Zugänge verbarrikadiert. Musste einfach sein. Falls ich zurückkomme, räume ich sie wieder frei. Wir werden zurückkommen. Und dann kannst du gleich die Sachen der Aufseher verbrennen. Ja, nicht wenn hier Corvo zuerst kommt. Tagebücher. In gepflegter Handschrift. Ja, cutesy little bubble letters. From a little girl's diary. Um mal was aus Tales of Xillia zu zitieren. Unsere Probleme begannen mit einem Namen, Delilah. In seinen Träumen sieht Dowd ihr Gesicht, und wenn er vor den Schreinen in den verlassenen Teilen der Stadt niederkniet, hört er ihre Stimme. Keiner von uns hatte diese Stimme je vernommen, aber wir wissen um ihre Macht. Sie sprach zu unserem Meister, berichtete ihm von seinem düsteren Schicksal und behauptete, die Lösung des Rätsels wäre sein einziger Ausweg. Wir wussten nichts über den Namen Delilah, außer dass es ein Walfangschiff gab, das diesen Namen trug. Eine hauchdünne Spur, aber wo das Wort des Outsiders fällt, gibt es keine Zufälle. Wir fanden heraus, dass das Schiff nach einer Frau benannt war, die einst mit Jessamine Cawthron im Dunwall Tower gelebt hatte.
Später wurde sie Malerin, eine Schülerin von Sokolov persönlich, bis sie eine adlige Netze namens Arnold Timsch um die Finger wickelte. Wir trafen uns mit Timschs Nichte, Talia, die uns Informationen über Delilah im Tausch gegen den Tod ihres Onkels anbot. Die Beseitigung von Adligen war unsere Spezialität, also stimmte unser Meister zu. Als Justiziar Arnold Timsch aus dem Weg geräumt war, berichtete seine Nichte uns alles, was sie wusste. Delilah war weit mehr als nur eine Malerin und sie versteckte sich im alten Brickmore-Anwesen außerhalb der Stadt. Doch wir waren zu langsam. Delilah ahnte bereits das, was wir vorhatten. Seit einiger Zeit hatte sie ihren verderblichen Einfluss auf eine der besten von uns wirken lassen, die Assassine Billy Lurk. Delilah zog sie auf ihre Seite und gemeinsam verkauften sie uns an die Aufseher. Als wir zu unserem Versteck im überschwemmten Bezirk zurückkehrten, wurden wir auf einmal von Männern mit goldenen Masken und Kampfhunden überrannt. Aber Daut ist schnell und klug. Am Ende konnte er viele von uns retten, obgleich wir auch einige Verluste zu beklagen hatten. Nun sind unsere Reserven erschöpft. Bei einigen von uns regt sich der Unmut. Daut sieht abgekämpft aus. Die Ermordung der Kaiserin, die Auslieferung ihrer Tochter. Eine schwere Bürde. Und auch Lurks Verrat macht ihm schwer zu schaffen. Im Schlaf erfolgten ihn Schreie und Flüche. Wir bereiten uns nun darauf vor, gegen Delilah zurückzuschlagen. Sie plant etwas in Brickmore, das jeden auf den Inseln betrifft. Sie erwartet uns. Wie unser Meister teilt auch sie die Gabe des Outsiders mit ihrem Gefolge. Wie viele es wohl gibt. Ach, nicht viele, nur ein paar Hunderttausende. Ich habe keine Geheimnisse vor meinem Meister. Meine Loyalität lässt keine Zweifel zu. Jemand, der nicht loyal ist. Nein, jemand, der das Wort ich mag das nicht mit Absicht. Loyalität nicht aussprechen kann, ist nicht loyal. Aber ich habe Angst, ja, dass die Tage der Walfänger gezählt sind und die Dauts ebenso. Thomas! Hilfe! Lizzie? String. Wie konnte ich nochmal zoomen? Ja. Enemy of the City of Dunwall. The offense of this vulgar woman are crimes under the laws of the City Watch of Dunwall and the edicts of our brave Lord Regent in these times of peril. 5000! Was hat sie genau getan? Da oben. Murder, Smuggling and River Piracy. Oh. Was gibt's? Ich weiß, wo Lizzie Stride ist. Aber sie zu überreden, uns ihr Boot zu leihen, wird nicht leicht. Sie ist in Coldridge. Oh nö. Die haben wohl genug gegen sie in der Hand, um sie für 1000 Jahre einzubuchten. Coldridge, das könnte uns helfen. Wenn wir Stride da rausholen, ist sie uns was schuldig. Dann hätten wir unseren Transport. Sind Sie bereit, Sir? Oder soll ich warten? Gehen wir noch zum Gefängnis von Coldridge, wo wir damals im Hauptspiel mit Corvo ausgebrochen sind. Ich würde ja sagen, wir gehen dorthin zurück, wo wir angefangen haben, aber wir haben in Dishonored im Dunwall Tower angefangen. Wow, 100% an Loot. Ja, wer da nicht alles findet, Corvo im Traum besiegt. Schön für euch, niemanden getötet. Wen soll ich da töten? Meine eigenen Leute?
Nein, einfach nur nein.